Herzlich willkommen auf Unboxing Satox. Diesmal habe ich die Serie Blood Plus Volume 4 und 5 bei euch. Das habe ich mir auf der Konichi am Peppermint-Stand relativ günstig mal noch geholt. Die ersten drei Volumes habe ich vor geraumer Zeit mal geunboxt. Und da wird es auch langsamer Zeit für die letzten zwei Volumes, dass ich die Serie auch mal abschließen kann. Ich versuche es jetzt mal ohne Schere. Ist ja schon eine etwas ältere Serie, aber alt heißt ja nicht gleich schlecht. So sieht das vierte Volume aus. Dann haben wir hier das von der Seite und von hinten geht 250 Minuten. Da bin ich Episoden 31 bis 40 und it's all about blood. Das sagt so ziemlich alles. Hier haben wir dann das Inlay. Ich hoffe, es fällt jetzt keine Disc raus, wenn ich das so rumaufmache. Nein. Sie halten mal. Sonst hatte ich ja immer bei der Art von Hülle nicht so das Glück. Und dann haben wir hier die DVD 1 und die DVD 2. Dahinter ist jetzt, glaube ich, nichts weiter. Nur nochmal zweimal der Schriftzug Plattschuss. Dann sind wir auch schon beim letzten Volume. Dem Volume Nummer 5. Ist eine. Hier brauche ich doch mal die Schere. Upsala, da rutscht es mir glatt aus der Hand. Die Folie ist aber auch anhänglich. So. Ja, erstmal von vorne nochmal. Episoden 41 bis 50. Rückseite geht wieder 250 Minuten. Und dann haben wir hier schon das Innere mit einem Pelazzi Manga Preview. Der Manga läuft jetzt übrigens auch aus, beziehungsweise also er ist schon abgeschlossen, aber es wird keine Nachdrucke davon geben, habe ich euch nur gelesen. Das heißt, wen da interessiert, der sollte sich das mal relativ zeitnah holen. Das FSK-Logo hier ist fest. Ich bin im anderen gar nicht geguckt. Aber es ist nur auf dem Inlay. Und dann haben wir hier die letzten zwei DVDs. Ja, wie schon gesagt, die Volumes 1 bis 3 packe ich einen Link dazu in die Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich auch schon bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.